Mit der Office-App Smart Charts for Excel kann ich große Datenlisten analysieren und zum einen grafisch darstellen, aber diese Informationen auch super im Internet teilen. Im letzten Video, ein Access-Video, Abfragen erstellen, habe ich diese Datenliste aus einer Access-Datenbank gezogen. Hier sind Firmennamen, Datumswerte habe ich auch als Datum hier nochmal formatiert. Da sind Anzahlen, Artikelnamen, Einzelpreise, interessieren eigentlich gar nicht, Kategorienamen und die resultierenden Preise aus Anzahl und Einzelpreis. So, und das Ganze, weil das im Zeitverlauf ist, im Zeitverlauf, kann ich natürlich auch im Zeitverlauf darstellen. Und da habe ich so eine Office-App hier heruntergeladen, wo ich unten einen Zeitstrahl sehe oder hier so Bubbles und wo ich diese Bubbles hier im Zeitverlauf je nach Auswertungskriterium ausgewertet bekomme, hier welche Produkte, welche Produktgruppen waren gerade besonders wichtig zu bestimmten Zeiträumen. Hier unten kann ich den, ich mache mal Stopp, hier unten ist so ein Regler, hier kann ich den Zeitraum, der analysiert werden soll, größer machen, kann also sagen, hier geh mal durch die Monate, guck dir an, welche Produkte waren wann besonders, vielleicht zum Winter hin erfolgreich, zum Sommer hin erfolgreich. Der geht hier also richtig die Daten auf der linken Seite durch und zeigt mir das in so einem kleinen Filmchen. So, was wertet er aus? Er wertet aus natürlich die Daten, die ich hier nehme, zum Beispiel gerade Kategoriename, da gibt es ja nur diese knapp 8 Kategorien. Ich könnte auch den Artikelnamen nehmen, das sind alle Artikel, die ich verkauft habe, oder alle Kunden, alle Firmen, die hier gekauft haben. So, dann kann man auch sagen, statt Summe nimm den Durchschnittswert, statt des Preises, also hier erkennt er die Zahlenfelder oder wie viele Zeilen es gibt, um einfach zu sagen, die Häufigkeit. Ja, also hier wird entsprechend erkannt. Und wenn ein Datumsfeld drin ist, gibt es auch unten einen Zeitstrahl, wonach die Daten per Zeit ausgewertet werden können. So, hier haben wir unterschiedliche Modi. Das sind diese Bubbles. Das sind, ja, so, ich gehe nochmal auf Kategorien. Ne? Das sind hier diese Bubbles zum einen. Das sind hier diese Stacked Area Charts. Und hier sehe ich auch die Kategorien, die ausgewertet werden. Moment mal, ich habe doch hier eine Tabelle und ich formatiere das mal auf der linken Seite mit Steuerung T als Tabelle. So, jetzt ist das eine Tabelle. Und jetzt kann ich doch hier filtern. Ich nehme einfach mal nur die 2012er Daten und klicke auf OK und sehe dann auch direkt, dauert ein bisschen umgesetzt, den Filter hier unten auf 2012 gesetzt. Also man kann hier, na, 2012, mich interessiert nur das zweite Halbjahr. Ich kann die Daten hier wegfiltern und die werden mir direkt dann im Diagramm umgesetzt, also dass ich da, na, 668 Zeilen sind das nur noch, dass er mir das hier direkt analysiert oder auch hier solche Ringdiagramme, Piechart heißt es hier, wo ich sehe, vom Größten zum Kleinsten, also das hier absteigend, ja, wo ich hier sehe, auch unten den Zeitverlauf, wo ich dann unten mir die wichtigsten, jeweils wichtigsten Produkte, oh, das ist aber schnell hier gerade, weil das so klein gespannt ist, wo ich mir die Produkte im Zeitverlauf, wann welches Produkt besonders wichtig war, anschauen kann. So, dann haben wir hier natürlich Säulendiagramme, ja, Tree Map, das sind solche, je nach Wichtigkeit, je nach Umsatz, ist das die Fläche, die hier dieses Ding in Beschlag nimmt. Ja, und auch hier im Zeitverlauf werden die dann immer umgebaut, sieht natürlich lustig aus gerade. Ja, diverse pro Feld, das ich hier habe, pro Zahlenfeld, ein Liniendiagramm. Dann haben wir hier noch weitere Measure Trends bei Kategorie, das Ganze nochmal. Also da gibt es unterschiedliche Diagramme halt. So, und man kann das Ganze, und das ist wirklich faszinierend, man kann das Ganze jetzt im Internet teilen, open in Browser. Data will deleted, also die Daten werden anschließend gelöscht. Ich klicke auf Start. So, und habe jetzt die Möglichkeit, Leute per E-Mail
einzuladen. Also ich habe mir das selber auf meinem in meinem Windows-Browser von meinem Windows Phone angeschaut. Das funktioniert aber auch auf dem iPad. Ich kann diesen Link jetzt hier per Mail oder per Copy einfach rausschicken. Ich kann auf Mail klicken, dann wird eine Mail aufgemacht. Diese Einladung zu dieser Seite kommt dann per Mail. Die kann man dann anklicken. So, Mail ist aufgegangen. Na, diesen Link kriegt dann jemand, also ist sehr verschlüsselt. Oder jemand klickt auf Open und dann wird es direkt im Browser angezeigt. Und das ist wirklich eine 1:1-Umsetzung, weil diese Anwendungen, diese Office-Apps, die laufen ja übers Internet. Also die verlangen eine Internetverbindung. Das ist ja auch deren Schwachstelle eigentlich. Offline funktionieren die nicht. Aber das ist der Vorteil auch wieder, weil diese Daten werden jetzt bei Excel Online oder wenn ich mir das auf dem anderen Rechner anschaue, wo die App nicht installiert ist, diese App ist halt über diese Datei angesprochen worden und dann wird dieses Ding hier mitgeladen. Ja, also ich kann jetzt hier zum Beispiel auf der rechten Seite filtern und wenn ich in meinen Windows-Browser gehe, hier in meinen Internet Explorer zum Beispiel, sehe ich hier das live oder ich bin jetzt im Internet Explorer und klicke hier auf meine unterschiedlichen Diagramme, gehe auf die Zeitdarstellung. Lass mir das hier im Internet Explorer anzeigen. So, ich gehe hier mal raus. So, baue das Ganze nochmal ganz von vorne auf und dann ist auch gut. Ich nehme den Filter raus. Also schön ist es schon, wenn das Ganze als Tabelle formatiert ist in Excel. Dann klicke ich auf Einfügen und wähle aus den Apps Smart Charts for Excel. Dann öffnet sich als Task auf der rechten Seite. Also es ist, man kann es auch hier mitten ins Blatt legen, aber man kann es hier rausrupfen. Man kann es hier rausziehen. Ja, aber normalerweise ist es so ein Task. Dann kann man hier eine Tabelle selektieren. Man kann aber auch Beispieldaten auswählen. Man kann Beispieldaten nehmen, Sample, Demo, dann gibt es Beispieldaten zu irgendeiner Firma, die hier diverse Produkte natürlich auch verkauft, Components, Bike, Accessoires und Clothing. Also das ist auch das, was man als Gratis-Variante sieht. Man kann damit ein bisschen experimentieren. Also ich finde die Umsetzung, die Geschwindigkeit, den Komfort, den man hier hat, das gemeinsame Betrachten, das ist wirklich wunderbar. Natürlich gibt es noch Power View, Power Map bei Excel 2013, die auch nicht zu verachten sind, aber ja, das hier gefällt mir auch. Also von daher, ich glaube, mit dieser Anwendung werde ich Spaß haben, allerdings nur bei den Kunden und Kollegen, die dann auch Excel 2013 nutzen und eine Internetverbindung haben. Und wenn ihr auch weiter in Zukunft über neue spannende Office-Apps informiert werden wollt, bitte den Kanal einfach abonnieren. Ich versuche da den Überblick über die Apps zu behalten. Und erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.